nach der 2-3-Niederlage gegen die Iserlohn Roosters und Stefan Daschner bei mir. Stefan, würdest du das Spiel beschreiben? Man war zwar überlegen, aber man gewinnt das Spiel einfach nicht. An was liegt's? Ja, wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen verbessert und wir haben gekämpft, haben probiert alles zu geben, haben dann wieder individuelle Fehler gemacht und haben dann dadurch Tore bekommen. So war es eigentlich die letzte Zeit, die letzten paar Spiele. Ich glaube nicht, dass die letzten zwei Spiele, das Auswärtsspiel und das Heimspiel, was wir jetzt hatten, dass es an der Mannschaft lag, sondern einfach an einem oder anderen Fehler. Und dadurch wurden eigentlich die Spiele verloren. Heute haben wir 25 Minuten auf dem Papier Überzahl gehabt, keine davon genutzt. Lag das an einem Spieler? Ich meine, gut, wenn man in Überzahl kein Tor macht, dann gewinnt man meistens auch keine Spiele, wenn man die Situation nicht ausnutzt. Und ja, heute war es halt wieder so, dass wir in Überzahl kein Tor geschossen haben und am Schluss kommt halt dann eine Niederlage dabei raus. Welchen Einfluss haben bei dir die Pfiffe und die Schmährufe von den Fans und auch bei der Mannschaft? Was löst das in einem Spieler aus? Ja gut, einerseits ist es nachvollziehbar und andererseits tut es natürlich auch irgendwo weh. Aber na gut, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie selber aus dem Scheiß rauskommen und wieder irgendwie auf eine Gewinnerstrecke kommen. Würdest du vielleicht irgendwelche Worte gerne vielleicht an die Fans richten, dass einfach noch hinter euch stehen würden, dass ihr es probiert, aber eben im Moment nicht hinhaut? Ja, so ist es im Moment. Ich glaube, dass die Fans wissen, dass wir auf jeden Fall gewinnen wollen und vielleicht sind sie zufrieden mit dem einen oder anderen Spieler, aber nichtsdestotrotz ist es ein Mannschaftssport und klar, die Fans dürfen ruhig sauer sein, das verstehe ich voll und ganz und ich kann Ihnen versichern, dass wir alles probieren, um wieder auf die Gewinnerstrecke zu kommen und jeder von uns wird 100% geben, wenn nicht sogar mehr. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Fans weiter hinter uns stehen und gut, den einen oder anderen Spieler, was soll ich sagen, der wird es früher oder später auch noch merken und der wird es dann auch reißen. What's your statement about the game? I think it was a pretty good game, an even game. Both teams really worked hard, battled hard. We both need the points in the standings. We're both really close to each other, so both teams really wanted to, or needed to win this game and get 3 points. And I'm pretty happy we were able to do it. Came out on top with the 3 points tonight because we really need to start moving up the standings. Your penalty killing in the second period was really good and really important. Was that the game-winning situation today? I think so. I mean, that was really important, especially the five-minute power play, the 4-on-3 for Ingolstadt, and as well as the 5-on-3. We really needed to play well there because, I mean, if Ingolstadt gets a couple goals, it's probably over. They probably win the game. So I think that was a big momentum for us and a big kill, and I think it probably was the difference tonight. What was the reason that you didn't sign a new contract before the season here in Ingolstadt? I was never offered a contract by Ingolstadt. They wanted to sign somebody else. So, I mean, that's hockey sometimes. I love playing here. I like the guys in the team. It's nice to come back and see everybody down in the locker room here. I miss the guys. But, you know, hockey, sometimes they just they want to go in a different direction and sign some new players. And that's fine. I mean, now I'm in Israel again. Do you be happy to play here? And what's the goal of the team for this season, or the aim for this season? I mean, for our team, we had a really bad start. We didn't start the way we wanted. So now it's just time to keep moving up the table and try to get in the playoffs. I mean, it might be tough to get in the top six, but hopefully we can crack the top 10 here the second half.